Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starbound. Dabei ist Pappnase. Hallo. Amari ist mit dabei. Moin. Und Rumbagger dazu. Servus. Wir sind hier bei einem... Also das sieht echt scheiße aus hier mit diesen Dingern, ne? Warte mal, ich guck mal, ob ich was setzen kann. Ich kann hier nichts setzen. Nee, scheiße. Okay. Ich nehme mal mein Heilungsding in die Hand. Das ist, glaube ich, das Vernünftigste. Gegessen habe ich. Dann haben wir eben kurz was. Ich werde... Oh, ich habe echt so ein bisschen Schiss. Kommt ihr? Ja. Nein! Was mache ich, Idiot? Was habe ich gemacht? Was hab ich gemacht? Was hast du denn gemacht? Wo bist du denn? Ich habe nichts gemacht. Wo ist er denn hin? In der Lava? Ja. Oder bist du... Was denn? Ich höre nur Lachen. Was ist denn los? Er springt. Also, geht, springt. Weiter zu gehen. Also, rups, da war runter. So. Ich hab's nicht verstanden, aber egal. Nee, er läuft, er springt dann, ne, zu dem Stein. In die Lava rein. Runter. In die Lava. Ja. Und der ganze Kram ist weg, oder was? Ich hab Shift gedrückt. Shift, okay. Verstehe ich nicht. Langsam gehen. Ah, langsam gehen. Ja, ja, das ist nicht vorteilhaft. Kannst du dich noch so verbiegen? Guck mal. Ach, guck mal, ich hab noch ein Tätschen an hier. Guck mal, nur für dich. Ich kann mich zu euch lieben, ja. Hallo. Guck mal. Also, hier müssen wir eigentlich normalerweise zurückgehen. Au! Ach. Also nie von Zeug. Oh, ich kann ja richtig hochspringen. Ja. Okay. Aber wir haben den Doppelsprung nicht. Ich hätte zurück zum Schiff laufen sollen und das Zeug einlagern. Wir haben uns fehlt hier was anderes. Ach, ich weiß wie. Ich habe auch eine Idee. Auch. Oh, Alter. Aua, das tut richtig weh. Nee. Alter. Das war so eine blöde Idee. Fort zurück, fort zu uns. Ich brauche jetzt nur die Flügel. Was brauchst du? Flügel. Dann spiel ich die Zahnpäne. Alter. Oh. Ich muss kurz nachdenken. Okay, genau. Warten wir noch auf Pappnase, oder? Auf Elvis! Ha! Können wir uns streiten? Und Silber! Was ist denn da drin? Ich will das Silber. Dann nehme ich die Knochen des. Was immer das ist, ein Dolch. Tja, dann sind wir schon durch. Hammer! Aber ich habe auch gesehen, da ist was, das wäre für den nächsten Parcours für uns interessant gewesen. Ja, nämlich das Silber. Nee, das meinte ich nicht. So, ich jetzt erstmal wieder zurück zur Oberfläche, oder? Oh, da oben ist Gold. Warte mal, ich baue mal kurz eine Treppe. Da oben ist Gold. Oh, das Essen behalte ich immerhin. Okay. Ich habe... Es werde Licht. Und das will ich sehen. Cool, es gibt Adamantite oder sowas. Diamant, glaube ich. Man verliert, glaube ich, nur einen Teil an dem. Das ist ein Diamant. Man stirbt, oder? Ein bisschen Geld. 10% oder 30%, irgend sowas. Aber warte bei mal, den glaube ich auch. Wieso seid ihr denn... Ja, warte mal, ich schmelze jetzt erstmal das... Hier ist Silber. Guck mal, hier im Hintergrund.
Schön, alles einsammeln. So, also viermal Silber habe ich noch für irgendwen. Hey? Ja, scheiße, du kommst ja natürlich da rüber wegen des Doppelsprung. Da ist auch noch Silber. Ja, ich baue uns hin. Einen Moment. So. Ob, mein Silber. Ja, durch. Taugt er was? Eine Hand, du brauchst zwei davon. Oh. Kupfer auch mitnehmen, hier Kohle mitnehmen. Man nie von genug bekommen. Mit dem Zeichen. So, vor allen Dingen das Silber. Boah, guck mal, das ist ein fettes. Boah, hier oben ist Gold. Hier oben ist richtig Gold. Hallo? 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 Wir sind oben. Wurde die nicht zurückgebeamt auf das Schiff? Nein. Nein? Oben. Okay. Über dir, wo das große Ding geöffnet hast. Genau da drüber. Denk dran, mit STRG kannst du auch so rum gucken, ne? Ist noch Silber? Ja, ich weiß. Ah, über uns ist schon Erde, das ist gut. Sand. Ja, Sand. Ganz normaler Sand, der ist wichtig, den brauchen wir nachher für Glas. Schön einsammeln. So, nicht auf jeden Fall jetzt Treibsand. Nein, Sand. Oh, geil. Erstmal Licht. Okay. Das hier drüben ist auch Silber. So, Sand wollte haben. Kann man mal mitnehmen, ja. Bitte, das ist ja geil, ne? Uranium zu finden. Was? Uranium? Wo? Ja, Uranium. Als Treibstoff. Viel später. Ihr wisst, dass oben Treibsand ist, ne? Ja, kommt gleich. Nein, das ist normaler Sand. Nein, das ist Treibsand. Tatsächlich, okay. Na, das ist doch da runtergekommen. So, mal Licht. Dann noch Eisen. Hin. Mhm. Kann ich nirgendwo was setzen? Okay, das machen wir so. Ah, ich höre schon die Wasseroberfläche. Die Wasseroberfläche, die Erdoberfläche. Oh, der explodiert.
Und gibt einen Schnitzel. Sehr schön. Oh, das sind ja drei. Ach du Scheiße. Ich habe großes Vertrauen in dich, Ausrack. Bisschen Pelz gab's. Okay, hier ist nix. Wie geht's weiter? Hallo. Mist. Gehen wir mal weiter. Immer mal schön. Fackel setzen. Oh, der ist friedlich, okay. Der nicht. Dann bohren wir uns hier nach oben. So, dann gucke ich mal ganz kurz auf das Missionsding. Ach, okay. Hi. Okay. Ah ja. Interessant. Da oben ist auch schon wieder Beleuchtung von Fackeln. Hier ist Tageslicht. Ich bin draußen, Oberfläche. Ich will auch schon sehen. So, könnte es hier nach Hause gegangen sein? Ich glaube ja. Jeha! Das sind Bäumchen, die haben wir doch gepflanzt. Ich bin daheim. Perfekt. Guck mal, hat sogar noch so einen Faltenhintergrund gemacht. So, hey, das Fleisch brutzeln wir uns direkt mal. So, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Dann noch ein Stückchen nach links laufen. Was ist mit dem Fleisch hier oben? Das ich weiß, wo wir sind. Das ist schon wieder weg. Okay. So, dann schmelze ich mal noch ein bisschen Silber. Ah, endlich. So, schmelzen. Jawohl, jetzt wird eingeschmolzen. Perfekt. Also ich denke, ich habe genügend Silber, damit wir da alle durchkommen. Ja. Ich hab 16. 16, okay. Treffen wir uns oben in der Sternbasis? Yep. Okay. Muss mal den Herrn fragen, ob der überhaupt anwesend ist jetzt, der Muck. Ja, ja, Rumba, ich hab uns grad, Rumba, na klar. Ich uns gerade eine Treppe Ach, bis runter zum Kern gebastelt. Cool. Okay. Nice. Was heißt eine Treppe? Also so ein Leiterding muss ich sagen. Ja, das ist okay. So, dann sehen wir uns am Outpost. Jo. Yippie! Die Flügelchen sind ja echt witzig. Unglaublich witzig. Schmetterlingsflügel. Wo hast du die überhaupt her? Welchem Schmetterling hast du dafür was ausgerissen?
Zahnfee, ne? Das ist die Zahnfee! Und jetzt läuft die nackig rum, oder was? Ja, sicher. Weil du die Flügel haben wolltest. Ja, ich hab das Kleid gefunden. Wie geil ist das denn? So, ich komme jetzt mit dem Kleid. Rückkehr, du musst mir die Flügel geben, dann bin ich die Zahnfee. So, komm mal ran hier. So, ich habe inzwischen die nächste Queste freigemacht, das heißt der nächste Parcours. Fang ich auch schon mal an. Ja, und den Teddy geben wir mal ab. Und ja, jetzt können wir hier nämlich Erze kaufen. So, das war ganz wichtig. So, wem fehlt jetzt was? Ich bin hier oben schon bei Pappnase, Amari ist da, Ruba fehlt noch. Ja, ich guck gleich, was mir noch fehlt. Aha, dann sagst du, wie viel Silber dir fehlt, dass wir deinen Parcours machen können. Ich hab nur 6 übrig. Ich habe auch 7 noch übrig. Ich muss gucken, ich geh mal schon mal rein in den Parcours. Ich warte noch auf Rumba, oder? Oder machst du einen anderen jetzt? Die können auch ohne mich machen. Das okay, also ich habe auch 13 Silber dabei für dich, wenn du brauchst. Katze, du nährst. Ich brauche... Man sieht hier am Tech. Ich habe jetzt abgeschlossen Dash, das ist diese Doppelbewegung seitlich. Ich habe einen Bodentech abgeschlossen, das ist dieser Pulse-Jump. Und mir fehlt jetzt noch kopfmäßig was. Und die Queste machen wir... Ich warte noch auf Umba. Wo steckt der? 5 Silber brauche ich dann noch. Okay, kommst du? Dann lege ich dir gerade in die... Warte. Auf den Blick. Haben wir noch ein aufwendigeres Essen? Ah, guck mal, wir haben jetzt die Quest Failed bekommen. Ach so. Was haben wir? Die Quest Failed, weil du die abgegeben hast. Das ist eine Quest, die nur einer machen kann. Was denn? Hier, ich habe jetzt die Quest. Ah, Rumba, pass auf. Sag mir, hier, komm mal zu der Kiste hier. Zu dem Teddy der, ne? Ja. Ja, da musstest du anwesend sein, Tür. Toll. Ist egal, werden wir auf jeden Fall noch machen. So, wie viel Silber brauchtest du? 5. Ich pack dir mal 6 rein. Ach, Quatsch. Ah, jetzt nehme ich es auch selbst wieder. So ein Quatsch. So, jetzt guck mal. Hast du? Ja. Perfekt. Dann kannst du nämlich deine Queste machen. Wir kochen hier noch ein bisschen was. So. Und jetzt machen wir mal Parcours. So, ich habe jetzt einen besonderen Parcours, weil der Parcours bedeutet, dass ich mit F mich in eine Sphärenkugel verwandeln kann und damit kann ich hier so kleine Hindernisse, die ganz klein sind, kann ich meistern. Was brauchst du für den zweiten Parcours? Oh. Wer ich? Ja, genau. Gold. Ach, das ist ja kein Problem. Auch wieder 10 oder was? Weiß ich gar nicht aus, wenn ich glaube. Weiß ja, guck ich denn da jetzt durch. So, zack, und da kann man richtig Speed nehmen. Yeah! Vollgas! Ist das sehr cool? Okay. Wham! Und da bin ich. Ende des Parcours. That's it. Und jetzt kann ich, wenn ich mit ihm gesprochen habe, kann ich gleich, wann immer ich will, jetzt hier als Kugel rumgeistern. Tu es nicht. Ist das cool? Isn't it? Isn't. So. Silber hat hoffentlich jeder gemacht. Jetzt gehen wir mal kurz in den Untergrund. Ich will ihn ja sprechen. Den Goldbahn, okay. Die... Okay, das ist die Drag Queen. Die machen wir höchstens zu viert. Aber nicht alleine. Da gibt es nämlich richtig, richtig was auf die Mütze. Sphäre hab ich jetzt. Was? Die Sphäre habe ich jetzt. Genau. Sphäre. Habt ihr Gold über, oder was? Ja, ich hätte... Wie viel brauchst du denn dafür? 10 Gold, oder was? 8 Gold brauche ich. 2 habe ich. Okay, kann ich dir geben? Wunderbar. Packe ich dir wie immer in den Kühlschrank? Ja. 8 Gold, Moment. Ach, guck mal, das war neu mit der Sphäre hier, ne? So, ich sammle mal kurz hier das Gold. 8 Gold sind drin. Danke. So, dann könnt ihr nämlich Sphäre machen.
Und dann haben wir erstmal die drei wichtigsten Sachen beisammen. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns gleich, wenn ihr den Parcours fertig habt, auf mein Schiff und machen dann die besondere Mine. Da sollten wir zu viert sein. Yep. Dann warte ich auf meinem Schiff auf euch. Das ist sowieso ein schlechter Pokémon hier gerade, ne? Ah! Oh, ich beschwöre noch... dich, Rumba. Komm raus und kämpfen. Ich habe hier noch eine Tüte voll Sonderbare. Eine Tech-Karte habe ich bekommen. Und ich habe 4 für den Manipulator. Da brauchen wir 6 für, da brauchen wir 8 für, da brauchen wir... Das könnten wir machen. Wir können Flüssigkeiten erweitern und wenn wir jetzt 3 investieren von meinen 4, können wir Flüssigkeiten saugen. Machen wir auch direkt. Ja, was? Alles gut. F drücken und dann wirst du zur Sphäre. Und dann kannst du links und rechts hoch und runter und so. So, jetzt wollte ich gucken. Da war Lagerfeuer. Ich hätte gerne auf meinem Schiff. Das ist ja cool mit der Sphäre irgendwie. Ja, hat was. Einmal Lagerfeuer. Ui. So, habe ich noch irgendwo Chest? Da haben wir doch eine. Oh. Oh, Kartoffelsamen, okay. Mach mal rein. Das war's. Ein bisschen. Ist nicht. Ui. Das war's jetzt, ne? Schokolade. Rumpa ist schon da. Kannst du den? Ja, geht? Sollte gehen, aber ich weiß nicht, warum es jetzt doch nicht geht. Ich habe den Parcours gemacht. Hast du dann den Typ nochmal angesprochen? Das solltest du dann tun. Sonst kannst du diesen da nicht machen. Ich sehe, da haben noch mehr nicht angesprochen. Was? Was denn? Also wenn du den Parcours gemacht hast, musst du den Typ nochmal anlabern, dann kannst du die Fähigkeit. Ja, ich kann mich auch in eine Kugel verwandeln. Also. Ja, wenn du kannst, ist gut. Dann ist alles perfekt. Ja, ich weiß. Ja, alles perfekt. Hab ich bekommen. Eine Maschinenpistole habe ich bekommen. Was? Wieso hast du eine Maschinenpistole bekommen? Wofür? Ich will auch eine haben! Peng, 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 peng. Gib mir mal die Flügel mal. Wie cool ist Chip. Und was habt ihr denn ins Dach bekommen? Geil! Ich bin der Killerbraut, guck mal her. Sag mal, was hast denn du für ein Kleidchen an? Hab ich ja die ganze Zeit gesagt, guck mal, ich hab ein Kleid an. Gib mal die Flügel, damit ich die Zahnfee. Okay. Du kennst das ja, ne? Mit der Fee. Hui. Wunsch ist Wunsch, ne? Wirklich. Wunsch ist Wunsch. Ich wusste es. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Irgendwann ist der Kanal hier ab 21. Irgendwann nur. Aber. Ich halte mich da raus, ich bin cool. Tschö. 21. Kuckuck. Kuckuck. Ey, verschandel mir mal nicht mein Schiff, das ist ja eklig hier. Hier, pass auf. Asrad, ich rufe dich. Bin schon da. Ich. Jetzt machen wir was hast du jetzt wieder so ein Quest-Spiel gekriegt? Was denn? Kommst du hoch aufs Schiff? Wer ist denn da so im Boden drin? Was geht denn? Jetzt hat's geklappt, okay. Hier mein Schiffscomputer ansprechen auf Mission und dann auf Mining Factory, auf Mission. Und los geht's, würde ich sagen. Muss jeder gleich mal seinen eigenen machen. Ja. Echt? Doch schon, ja. Ihr können wir nicht zusammen machen? Beryllus Crystal from the Aetherius Mining Factory, dann müssen wir nur hier auf dem Schiff bleiben.
Warte mal kurz. Ich sag dir, wenn ich angekommen bin. Jetzt bin ich da. Könnt ihr euch zu mir beamen? Geht das? Meinst du, ja. Ja, dann zu mir. Wunderbar. Dann sind wir nämlich alle beisammen. Einer fehlt noch. Kann mich nicht porten zu euch. Doch, muss gehen. Ach, drei, wir sind zu dritt. Das muss gehen. Ja, ich klicke immer noch auf das Porträt oben links, weißt du? So, stopp, wartet noch eine Sekunde. Ich würde sagen, wir machen das in der neuen Folge, oder? Okay, ja, können wir auch machen. Alles klar, dann würde ich mich gerne verabschieden. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert unsere Kanäle, Pappnase, Amory, Rumba und was auch immer. Und ich übergebe das Wort dem Nächsten, nämlich Pappnase. Bitteschön. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Und die Frage ist, werden wir das hier alle jetzt überleben? Die Knarre ist scheiße. In der nächsten Folge sehen. Und die Knarre ist scheiße, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ah, ich bin eine Kugel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ante.